Hallo, hallo. Heute möchte ich euch ganz kurz eine Technik zeigen, und zwar das inhaltsbasierende Ersetzen in Adobe Photoshop. Gibt es, glaube ich, seit Adobe Photoshop CS5. Naja, auf jeden Fall im CS6 funktioniert das Teil hervorragend. Folgende Problematik: Bei einem On-Location-Shooting hat man natürlich immer wieder das Problem, dass gewisse Elemente sich im Hintergrund befinden, die man dann am finalen Foto nicht haben will. So wie hier zum Beispiel auf dieser Tür. Im Hintergrund ist hier ein Teil einer Werbetafel oben, beziehungsweise hier sind ein paar Klebereste und so weiter. Das Problem ist hier einfach wie folgt. Mein erster Versuch war mit dem Kopierstempel hier einen Bereich aufnehmen und darüber malen. Allerdings unterscheidet sich hier durch diese Technik der Farbunterschied hier ziemlich grob. Mein nächster Tipp wäre gewesen, hier mit diesem Ausbessern-Werkzeug hier zu arbeiten. Hier, wenn ich hier ein Element nehme und reinrechne, dann macht mir Photoshop leider so unsaubere Kanten, auch keine optimale Möglichkeit. Das nächste wäre dann der Reparaturpinsel gewesen, wo ich hier ebenfalls einen Bildbereich aufnehme mit gedrückter Alt-Taste hier und dann diesen störenden Hintergrund mit dem neuen Hintergrund verrechne. Naja, auch nicht so wirklich. Jetzt kommen wir aber zum inhaltsbasierenden Ersetzen-Werkzeug in Photoshop, und zwar mit dem Auswahlwerkzeug hier, dem Lasso-Werkzeug, nehme ich mir hier einen kleineren Bereich. Ja, ich nehme es ein bisschen genauer. So, rechte Maustaste, Fläche füllen. Und dann gibt es hier das Verwenden von inhaltsbasiert. Modus normal, Deckkraft 100% und mit OK bestätigen. Ein bisschen warten und die Kanten sind eigentlich sehr, sehr sauber. Ein kleiner Tipp, wenn man mit diesen Reparaturwerkzeugen arbeitet: Wählt immer nur einen kleinen Bereich aus, niemals, so wie hier zum Beispiel, die gesamte Länge. Das funktioniert dann meistens nicht. Aber hier, wenn man immer wieder so kleine Bereiche verwendet oder auswählt, geht das dann recht rasch vonstatten. So, man sieht schon, es werden immer wieder die alten Bereiche überschneiden sich ein bisschen, aber die neuen Bereiche, so wie hier oben, sind wunderbar neu verrechnet und neu gestaltet. So, ich mache hier noch ein bisschen weiter. Fläche füllen, wunderbar. Nächster Bereich, rechte Maustaste, Fläche füllen, inhaltsbasiert. Okay. Nächster Bereich, Fläche füllen. Wunderbar. Und jetzt hier der letzte Bereich. Man sollte hier, na gut, erstens einmal die Auswahl nicht aufheben, zweitens die Auswahl auch relativ sauber machen. Also so eine Auswahl hier wird dann nicht funktionieren, sondern wirklich nur diese Bereiche, die man loswerden will. Fläche füllen. Wunderbar. Jetzt noch ein kleiner Tipp, wenn man nicht mit einem Grafiktablett arbeitet oder unter Umständen einfach nicht so ruhig mit der Maus navigieren kann: Man kann ja auch das Polygonlasso verwenden. Hier ziehe ich mir dann die Punkte auf, die ich brauche, und komme ich auch hier schön gerade bei diesen Bereichen hier durch. Funktioniert genauso. Fläche füllen, inhaltsbasiert, fertig. So, jetzt haben wir hier noch ein paar dunklere Schatten, die er leider im Vergleich hier zum Original reinrechnet. Das machen wir jetzt aber wieder, dass wir diese Bereiche hier mal probieren. Fläche füllen, inhaltsbasiert. Ja, funktioniert nicht ganz, wie leider erwartet. Hier funktioniert allerdings der Reparaturpinsel hervorragend. Hier nehme ich mir wieder einen Bereich auf und ziehe hier das drüber.
Wunderbar, probieren wir das Ausbessern-Werkzeug. Ja, da geht schon eher. Es reicht ja dann meistens, wenn man nur ein bisschen über die Kanten drüber fährt, die ein paar weichere Übergänge macht. Hier würde ich dann wahrscheinlich sogar mit dem Abwedler noch ein bisschen, okay. Naja, feiner spielen kann man sich dann, natürlich an jeder selbst. Hier verwende ich eben wieder das Ausbessern-Werkzeug. Hier habe ich nur kleine Fragmente drinnen, die weggehören, und die ziehe ich dann einfach weg. So, original bearbeitet, ist glaube ich ein deutlicher Unterschied. Der Hintergrund wird ja deutlich ruhiger, das störende Werbeelement ist weg, und ich sehe gerade, hier oben sind noch ein paar Klammern drin dann zum Beispiel. Das funktioniert auch wunderbar mit dem Ausbessern-Werkzeug. Einfach die Bereiche auswählen und wegziehen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Probieren. Bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao.